Guten Morgen, liebe Leute. Montagmorgen, ich bin im Laden. Heute bin ich nur einen halben Tag hier, weil ich nachher mich um meine Kinder kümmern muss. Da meine Frau arbeiten geht und zwar Spätschicht hat. So, kann ich leider nicht so lange im Laden sein. Aber macht ja nichts. Also wie gesagt, ich bin jetzt erstmal hier. Für einen kleinen Moment. Bis 15 Uhr und dann hole ich ab. So sieht's aus. Immer noch ohne den Computer, immer noch ohne guten Stream. Aber das kriegen wir alles hin. Dafür habe ich schon einen Auftrag. Hier, platte Reifen. Kam gestern am Sonntag, kam das Ding. Da haben sie mich die Leute auf der Straße angesprochen. Ja, hier, platte Reifen, kannst du mal machen. Ja, kann ich machen, klar. Am Sonntag natürlich nicht, aber heute, jetzt mache ich das. Ich fasse es ja nicht. Also okay, dieses Rad, ja, Hinterrad platt, okay. Das ist ja ein Ener. Aber mal ganz im Ernst, liebe Leute, warum fragt ihr denn so eine Gurke? Also nichts gegen KTM oder was weiß ich, oder gegen das Modell oder irgendwas. Ja, ist alles gut und schön. Aber ey, repariert doch die Scheiße. Wie kann man denn damit fahren? Ich habe mich gewundert, warum ist denn die Kette runter? Ja, warum ist die Kette runter? Der Freilauf nimmt ja nicht mehr mit. Also wenn man hier anhält, ne, ihr wisst, was ich meine? Der Freilauf ist fixt mittlerweile. Denn das Licht ist abgerissen. Gut, da kann man reparieren, aber vorne ist gar keins dran. Ja, vorne ist auch Lampe ab, geht nicht mehr. Die Bremse. Na, ich habe mich erst über den Bremszug ein bisschen echauffiert, habe gemeint, naja, man kann man sich doch verletzen, hier oben dran an dem Ding. Da hängt ja schon das halbe Gedöns, der halbe Pullover von der hüten Frau hängt ja schon drin. Nicht nur das, man kann die Bremse ja nicht mehr ziehen. Die ist sowas von fest, man kann sie nicht ziehen. Ist nicht möglich, diese Bremse zu ziehen, zu benutzen. Ja. Gott sei Dank funktioniert nur die vordere, dann hat das Hinterrad eine 8. Und hört sich an wie der schlimmste Albtraum eines Rades, was man haben kann. Also wirklich ohne Quatsch. Das ist so ein Müll. Das Ding ist voll im Arsch. Es bedarf einiger Reparaturen, bis dieses Rad wieder verkehrstüchtig wird. Ich kann nicht begreifen, wie man mit so einem Ding fahren kann. Vielleicht hat sie deswegen so überlegt, ob sie es überhaupt nochmal abgibt zum Reparieren. Das kann es ja nicht sein. Ich weiß ja nicht, was sie jetzt erwartet, aber... Ja, weiß ich nicht. Also... Wirklich ist kein Wunder, dass Neukölln zum Paradies für Fahrradläden wird, ja, weil irgendwie, weil alle Räder an einem Rad hast du 20 Defekte und irgendwie könntest du jedes Rad für 150, 200 Euro reparieren. Und die Leute, die kommen so kleckerweise, ja, mach mal ein bisschen hier Bremse, mach mal ein bisschen hier dies, mach mal ein bisschen hier das. Das geht so nicht. Ihr müsst sicher durch den Verkehr kommen, ihr seid eine Gefahr für euch selbst und für andere Verkehrsteilnehmer. Also wirklich, Räder müssen im guten Zustand sein, genauso wie die Füße. Wenn die Füße nicht im guten Zustand sind, ja, dann kannst du damit nicht laufen. Wenn du damit nicht laufen kannst, dann gehst du nicht auf der Straße. Ganz einfach, so sieht das aus. Ja, mit dem Rad, egal wie es aussieht, immer rauf auf der Straße, rinnen Verkehr, mangt den Autos und alles. Ja, das ist echt eine Lebensmüde mit sowas. Finde ich unverantwortlich. Reparieren lassen, das muss immer tippitoppi sein, alles. Beim Auto jetzt TÜV. Das wäre für Fahrrad auch ja nicht so schlecht, wenn man nicht für Fahrrad einführen würde. Moment. So sieht das aus. Jetzt kommt der Carsten. Also das Selbstgespräche. Nicht Selbstgespräche, sondern mit den Leuten. Ich wollte dir nur mal kurz was zeigen. Was willst du mir denn zeigen? Ich habe gerade mich aufgeregt über dieses Fahrrad hier. Weil echt? Total miserabler Zustand. Das sagt, ich soll ein Hinterrad flicken. Also Hinterrad ist kaputt, aber da funktioniert ja nichts an dem Ding. Keine Bremsen, nichts und... Ja, mich ärgert das. Achso, jetzt kannst du nicht reparieren, weil... Doch, ich hab's repariert, ja, aber hinterher siehst du ja erst, dass alles kaputt ist, also... Na, ich hab mich schon gewundert, warum sie so überlegt hat, warum soll sie das... Ja, aber nee, was hast du denn mit dem Bild? Guck mal, das ist exakt dasselbe hier, wenn du siehst. Von den Strukturen, auch oben rechts signiert. Und exakt dasselbe Papier. Das ist aber Aquarell. Das ist definitiv Aquarell. Tageslicht ist am besten. Tageslicht. Ja, hat der Carsten mir ein schönes Bild angeboten. Aber... Boah, 1.000 Euro. Was ist denn los, ey?
Ich krieg keinen Kacken, oder was? Ich krieg ihn hin. So, der Schrotthaufen, der muss erstmal weg, beiseite. Es ist auf alle Fälle repariert, was repariert werden sollte. Und jetzt mache ich weiter mit Mitra-Check. Also hier mit den Dingern. Ja, die werden jetzt alle fit gemacht für den Winter. Zum Einlagern. Und erstmal eingelagert in der Tat. So, und dann gucken wir weiter. Und den Maler meint, da sollten wir mal angucken, der ist sehr gut gehandelt. Kann ich mir kaum vorstellen. Der italienische Caspar David Friedrich. Na, das wäre ja was. Ich meine, da würde ich unten 1000 ausheben. Ne, aber so. Die häufigste Ursache, ne, für platte Reifen, Glasscherben. Schaut mal hier. Kann man das sehen? Ich hoffe ja. Bierflasche. Ne? So sieht das dann aus. Die sind so klein. Also ich sehe sie. Die müssen natürlich raus. Moin! Also ein deftiger Schnitt. Mal gucken, ob wir das noch nehmen können. Kannst du dich mal kurz stören? Ja, störe, störe. Mein Dynamo, das rutscht hier immer irgendwie und macht so komische Geräusche. Der rutscht, naja, ist halt beim Dynamo, wenn es feucht wird, ne, und kalt, dann ja, ist das leider so. Das ist, man muss ein Käppchen drauf, so eine Dynamo-Kappe. Ah ja. Kostet 2 Euro. Ja, hast du eine? Ich schau mal. Ja, also auch hier wieder ein klasse Beispiel für zu lange Warten beim Zugtausch. Ja. Total verrostet, man kriegt ihn kaum noch raus. Ja, hier kriege ich ihn jetzt gar nicht mehr vernünftig. Tüchtet mal an, zu viel Rost. Zieht es mal durch den Finger. Hier. Ich meine, was soll denn da noch bremsen? Ne? Ist ja klar, dass das nicht bremsen kann. Züge tauschen. Die Scheißdinger könnt ihr euch sparen. Seht ihr ja, es bringt gar nichts. Das Wasser kann noch nicht, mal im Gegenteil. Hallo. Moin. Moin. Was darf sein? Hier waren wir stehen geblieben. Naja, der Kollege kam, der war ganz verwirrt, dass ich mit mir selber rede. Aber tue ich ja nicht. Das muss halt, wie ihr sagt, das muss getauscht werden. So ein Zug in dem Zustand, von vorne bis hinten total verrostet, kann man nicht lassen. Der muss raus. So, no, jetzt kommt der Zug wieder rein. Genau. Kommt auch eine neue Hülle natürlich. Neue Hülle, neuer Zug. Das wird ein wahres Fest für die Fingerspitzen, wenn man endlich wieder vernünftig den Zug ziehen kann. Ein bisschen höher. Den Bogen würde ich nochmal wieder verwenden, probieren zumindest, ob er rau läuft oder nicht. Das werden wir dann sehen beim Ziehen, wenn nicht, wird er getauscht. Wird auch getauscht. Der Bogen kostet 3 Euro, aber meist sind die noch gut. Solange die Hüllen nicht durchgescheuert sind in diese Teflonhüllen, sind die eigentlich okay, kann man sie wieder verwenden. Jo. Ja, jetzt wird der Zug noch fixiert hier. Und dann sind wir schon fertig. Zugtausch. Sollst du das runterbringen, oder? Ja, bring's mal runter. Also nicht wundern, wenn ich ja manchmal mit mir selbst rede. Nee, ich mache auch. Ich mache ein Video. Deswegen quatsch gerade mit der Kamera hier. Deswegen, die sieht man immer nur nicht, die ist hier oben drauf. Und da erkläre ich nur, wie man Zugwechsel macht. Da wundern sich manche Leute immer, gucken rein, steht da Kinder, quatsch mit sie selbst. Nee, nee, mach da nicht. Mach nur ein Video. Und Michael Myers machst du nach Feierabend, oder? Michael Myers? Was ist denn das? Kenn ich nicht. Jason oder wie ist der? Harald. Oder was meinst du? Nee, die Maske meinst du. Ach, die Maske. Das ist ein Horrorfilm. Nee, ich bin nicht so horroraffin. Aber stimmt schon, Michael Myers. Jason, Saw, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und so. Genau, den Mike und den Clown da oben drüber mit Clownhütchen. Fakt ist, die Bremse tut's wieder. Hier ist natürlich der Bremsbelag total runter. Aber jetzt sollen wir machen. Naja. Ne? So ist es. Thorsten ist wieder da, will wieder perfektionieren, aber es funktioniert halt nicht. Man kann nicht alles perfektionieren, wenn der Kunde das nicht bezahlen möchte. Das ist das Problem an der Sache. Jetzt gucken wir Hinterradblech noch, was damit los ist, und Licht beide auch kaputt.
Ich habe gerade einen Kaffee spendiert bekommen. Dafür sage ich mal ganz artig Danke. Da draußen macht ihr dann mit dem Laupi-Bläser rum, das ist ja furchtbar. Was ist denn immer laut? Nervig! Ein Kaffee zur Entspannung. Ist ja warm. Fülle ich jetzt um natürlich in mein Glas. Milchkaffee, der Schaum muss natürlich mit. Es ist offensichtlich so, alle Züge sehen hier gleich aus, die hier ankommen. Alle Bremszüge sind klitschnass, rostig und teilweise so aufgekräuselt. Die müssen natürlich getauscht werden. Ne? Also auch wenn sich ein Zug so aufkräuselt, wenn er anfängt hier zu reißen, dann ist das keine, hat er keine gute Bremsfunktion mehr. Das merkt man dann, wenn man es braucht. Leider erst. Ja, also schaut ab und zu mal rein. Zieht den Bremshebel und schaut an, ob der hier noch alle, ob da alle Seelen, die kleinen Drähte alle noch zusammen sind. Hier ist es eben nicht der Fall. Da muss man es tauschen. Ja? Ich habe jetzt schon Magenschmerzen, wenn ich daran denke, dass ich das Rad jetzt leer auseinandernehmen muss. Die Reifen, beide Laufräder raus. Das ist so ein Billigrad, so ein Billig-Holland-Rad. Heißt Den Haag. Hera, so ein bisschen Griechisches bei. Das ist natürlich keine Firma, nur ein Vertrieb. Vertriebsmarke von meinem Liebling, nämlich Stadler. Ja. Hat wahrscheinlich irgendwie 250 Euro gekostet, neu. Und ist totaler Klump. Ja, also wie gesagt, der ist jetzt eine Woche damit gefahren, der gute Mann. Vorne der Reifen ist platt, der ist sogar gerissen. Der ist richtig aufgerissen, der Reifen. Der Dynamo taugt nicht mehr, die Lampe funktioniert nicht mehr, die ist voll mit Wasser. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier, wie das schwimmt hier drin, wie ein Aquarium. Eine Woche alt. Eine Woche. Ja, und das klappert schon an allen Ecken und Enden. Jetzt möchte er von seinem alten Rad, was auch von Stadler ist, aber naja, möchte er die ganzen Laufräder da reingebastelt haben. Zumindest diese Marathon Plus Reifen, damit er keine platte Reifen mehr bekommt. Ja gut, das machen wir. Jetzt, heute, wird die letzte Aufgabe sein für heute wahrscheinlich, weil, wie gesagt, heute habe ich Kinderdienst und werde meine Kinder jetzt gleich von der Kita abholen. Zumindest zwei von denen. Und ja, da bin ich heute Abend noch mal ganz kurz da und werde das wahrscheinlich beenden. Jetzt bereite ich schon mal vor, ich habe schon mal ausgebaut. Gleich. Jetzt baue ich hier schon mal die Reifen und die Räder aus und heute Abend baue ich alles wieder zusammen. So werde ich es machen. So ist der Plan. Ob jetzt so aufgeht, keine Ahnung, müssen wir sehen. Also bis später. Der Mann ist gerade gekommen und will mir Teile zeigen. Schauen wir mal. Licht habe ich jetzt schon umgebaut. Mensch, da bin ich glücklich. Ja. Schauen wir noch mal, was ich jetzt gekauft habe. Den ganzen Haufen voll Porzellan. Also ein paar Porzellanschälchen, also das ist alles natürlich dekoratives Porzellan, nur das ist nichts Besonderes in dem Sinne. Aber das ist schön. Ja. 70 Euro halt bezahlt. Das ist Kaiser, ein Kaiserleuchter. Ein kleiner. Ja. Das ist eine schöne, seltene Schale von Rosenthal. Zum 50-jährigen Jubiläum. Dann haben wir hier auch noch eine seltene Schale, auch von Philipp Rosenthal direkt selbst entworfen. Ja, die ist wirklich selten, sowas. Auch so signiert mit einer seltenen Marke halt drunter. Classic Collection, das was moderneres. Ja, und dann haben wir hier ein ganz altes Set. 6 Kaffeetässchen. Auf ganz feinem Porzellan mit Untertassen. 6 Stück sind es. Ganz feines Porzellan. Wirklich sehr schön. Um 1880, 1900. So in dem Dreh sind die. Und wir haben noch eine Royal Kopenhagen. Eine wunderschöne Schale. Hier. Royal Kopenhagen. Eine große Rosenthal-Schale. Ja.
Vase und zwei wunderschöne Flöten. Das kommt ja richtig wie rufen für meine Tochter wieder fürs Musikzimmer. Ja? Flöten. Ich zeig die euch mal ganz kurz. Die Originalverpackung ist halt auch schön. Ne? Original Heinrich, Alexander Heinrich Blockflöte. Im feinsten Glanze. Das sieht wirklich schön aus, ne? Das ist nur eine relativ simple Blockflöte, aber eben in der Originalverpackung. Fand ich toll. Und dann noch eine Rössler Blockflöte Scholar. Eine dreiteilige. Mit Metallklappe. Fand ich auch schön, auch sehr guter Zustand. Ja. Das ist die Ausbeute von heute. Für alle habe ich jetzt 70 Euro bezahlt. Ja, fand ich, also finde ich günstig. Ohne Quatsch, kannst du für die Vasen und für die Tellerchen kriegst du das alle draus. Locker. Kannst sogar, man könnte sogar das hier noch behalten, dieses 6er Set. Finde ich wirklich schön. Ist ein bisschen kitschig für einige vielleicht. Ich finde sowas schön. Ja. Ist einfach, wo man noch ein bisschen Zeit hatte, um einen Kaffee zu trinken, wo man es noch genossen hat, wo man sich noch hingesetzt hat, fein den Tisch eingedeckt hat. Finde ich gut. Man sollte sich halt wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen für solche Sachen. Also, ja, das hat irgendwas Tischkultur und so. Es fehlt ja in dieser heutigen Zeit total. Die Leute sind alle so gestresst. Die Kinder stehen schon auf vom Tisch, wenn man noch gar nicht fertig ist. Man sitzt dann am Ende alleine da und muffelt dann sein Brötchen oder so oder seine Stulle. Ja, oder seinen Eintopf löffelt man so vor sich hin und sitzt eigentlich ganz alleine da. Keiner spricht mehr mit den anderen. Die sind alle schon wieder unterwegs, dann am Handy machen, tun. Das ist nicht schön. Da hat man natürlich überhaupt kein Bewusstsein für gutes Porzellan. Und dieses gute Porzellan, das macht es aber aus. So eine schöne gedeckte Tafel, ein schöner gedeckter Tisch mit gutem Porzellan. Finde ich, hat immer was. Macht auch viel Arbeit, aber es hat auch was. Also, in diesem Sinne. Kurzes Update noch zum Rad. Also Vorderrad ist drin, Licht ist schon angeschlossen, ja, wie gesagt. Und Hinterrad ist auch schon wieder drin, mit dem neuen Reifen oder diesem anderen Reifen drauf. Also da komme ich recht gut voran, jetzt schaffe ich es bevor ich meine Kinder abholen muss. Da bin ich natürlich total stolz, wenn ich nachher wiederkomme, habe ich nichts mehr zu tun. Das finde ich gut. So ohne liegen gelassen aufgaben, dann ran ans Neue zu gehen. Das finde ich gut. Jo, ich verabschiede mich zum Kinderdienst. Wir sehen uns nachher nochmal. Ich bin gleich wieder da. Quasi für euch ist es ja nur ein Klick. Für mich, ich habe jetzt erstmal 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden mit meinen Kindern. Also bis später. So, hallo liebe Leute, ich kann es kaum glauben. Ich habe ja Kinderdienst. Ne? Und bin ich trotzdem unten, weil der Computer ist jetzt zurückgekommen und der läuft. Und wir haben jetzt wieder einen Stream. Ein Livestream mit einem vernünftigen Bild, mit einem relativ vernünftigen Ton. Ja, Papa hat das. Und zwar sieht das so aus. Jetzt wieder ganz normal. Ich freue mich sehr. Ich kann auch wieder alles bearbeiten und so. Da sind wir. Klappt PC in Ordnung. Ja, alles okay bis jetzt, hat der Tommy geschrieben. Der Thorsten ist nämlich gleich wieder live dabei und schaut sich das an. Ich freue mich total. Und läuft erstmal so. Wir lassen ihn jetzt mal laufen und schauen mal, wie lange das so gut geht. Softwareproblem. Windows 10, irgendwas hat da rumgespackt. Oder so, vermutlich. Genau, wies man es nicht. Ja? Also, dann sehen wir uns später nochmal. Der Carsten möchte seine WhatsApp-Nummer mal kurz durchgeben. 0190 und 6x6. Wir wiederholen 0190, 6x6, 3,50 Euro die. Was war das immer? Minute? Ne, 3,50 Mark die Minute oder so. Ja, also ist es. Kommt sie nicht aus, du Sau. Also ist es. Lupe. Hier hast du keinen Empfang. Lief das nicht, kannst nicht anrufen. Klingelt auch bei mir in der Hose. Nicht. Wer schaut uns denn jetzt hier noch so spät zu? Mensch, das ist ja was, wa? Aber der Stream läuft wieder, ich freue mich. Fantastisch. Kann ich ja nicht oft genug sagen, es ist jetzt 21:45 Uhr. Jetzt mache ich dennoch Feierabend. Das Rad machen wir morgen. Die Lampe ist abgebrochen. Und die kann mein Computer wieder benutzen und vor allem zum Schneiden. Das wird einfach alles fest.
Ich kann wieder vernünftig Videos hochladen, schneiden. Hab da relativ schnell jetzt den Querschnitt von heute, denn kriegt jetzt quasi in einer Stunde serviert, hoffe ich. So, ich mach mich jetzt mal ran hoch, mach den Stream aus und dann sehen wir uns morgen wieder. Alter Frische mit neuem Stream. Bam! Also bis dann.